Hallo und herzlich willkommen zu den Sport 1 News. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wir haben die Ereignisse des Tages für Sie ganz kompakt zusammengefasst im Newsflash. Bitte schön. Hummels kritisiert DFB. Borussia Dortmunds Innenverteidiger Mats Hummels ist der Meinung, dass bei Nominierungen des Deutschen Fußballbunds mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Er habe sich sein Standing härter erarbeiten müssen als andere, sagte der 24-Jährige dem Kicker. Zudem warf der BVB-Star dem DFB mangelnde Kritikfähigkeit vor. Jansen hofft auf Comeback. Nach dem Ausfall von Marcel Schmelzer und seiner eigenen Genesung hofft HSV-Verteidiger Marcel Jansen auf eine rasche Rückkehr ins DFB-Team. Der 27-jährige Linksverteidiger, der wegen eines gebrochenen Zehs Bundestrainer Joachim Löw zuletzt absagen musste, fühlt sich nun wieder fit für die WM-Qualifikationsspiele gegen Irland und Schweden im Oktober. In den letzten drei Spielen habe er seine Fitness und seinen Rhythmus wiedergefunden, sagte Jansen der Bild. Hoeneß schießt gegen Ibrahimovic. Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat die erneute Attacke von Zlatan Ibrahimovic gegen Trainer Pep Guardiola gekontert. Er halte Ibrahimovic für eine gekränkte Primadonna, die den Weggang vom FC Barcelona nicht verkraftet habe. Kein Verein sei glücklich mit ihm geworden, sagte Hoeneß der Bild. Zuvor hatte Hoeneß den Schweden bei Sportbild Plus als Problembär bezeichnet. Ibrahimovic hatte seinen Ex-Coach Guardiola im Spiegel als feige bezeichnet und gesagt, dass dieser keine Eier habe. Lieberknecht deutet Rücktritt an. Trainer Thorsten Lieberknecht vom Schlusslicht Eintracht Braunschweig hat sich nach der 0:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart selbst in Frage gestellt. Viele Dinge würden momentan nicht fruchten. Da sei es normal, dass er selbst, die Fans und auch die Verantwortlichen ins Grübeln kämen, sagte der 40-Jährige auf der Pressekonferenz nach der Niederlage. Nach dem Stuttgart-Spiel soll sich der Trainer nach Informationen des Kicker zudem schon von der Mannschaft verabschiedet haben. Keine OP bei Jones. Entgegen seiner ersten Ankündigung wird sich der Mittelfeldspieler des FC Schalke 04 nun wohl doch keiner Meniskusoperation unterziehen. Er sei auf dem Weg zum Training und eine Operation käme nicht in Frage, da Schalke im Moment wichtiger sei, twitterte der US-Nationalspieler. Jones war im Anschluss an das 3:3 Unentschieden der Schalke in Hoffenheim für das bevorstehende Champions-League-Spiel beim FC Basel suspendiert worden. Alle weiteren Neuigkeiten aus der Welt des Sports gibt es natürlich auch auf unserer Internetseite auf sport1.de, aber auch bei Facebook. Klicken Sie sich doch einfach mal rein. Und das war's für den Moment von uns. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis bald.